Ist das so eine komische Horasreich-Konkurrenzsache? Nein, ich glaube, er mag einfach nur keine Torwalle. Die senken immer deren Schiffe. Also die Torwaller versenken immer die Schiffe von den Horasiern oder die Horasier, die von den Torwallern. Ich dachte, die klauen die. Also die plündern die aus. Ja, irgendwie sowas. Ein, zwei Horasische Schiffe weniger. Da hat noch keiner geweint. Ihr und eure Westküstenblödsinn. Ja, wir haben wenigstens Schiffe. Guter Punkt. Ja, dann sucht euch eure selten aus hier, Jalan. Ich dachte, wir nehmen die alle mit. Ach so. Das reicht dann ach, für... alle? Ach du meine Güte. Das wären dann so in etwa für jeden zwei, oder? Ja, etwas weniger. Ich meine, wir können nicht ohne Bedeckung bei... Hans-Wen von Rammen und auflaufen. Wie sieht das denn aus? Naja, es sind chorgefällige 9 Leute, die uns begleiten werden. Gefällt mir. Ja, wir werden sehen, was die tun können. Jetzt sollten wir uns aber erstmal darum kümmern, dass die auch mit uns Schritt halten können. Können die überhaupt reiten? Ich brülle einfach mal in die komplette Richtung. Hey! Könnt ihr reiten? Ja, bisschen. Was heißt bisschen? Wir können uns auf dem Pferd halten, aber wir sind keine Kavalleristen. Danke! Bitte! Wir können reiten. Also so ein bisschen. Und woher nehmen wir Reitpferde, die die Reichsarmee nicht schon längst in Beschlag hat? Wir gehen da hin und sagen der Reichsarmee, dass wir Gaugrafen sind und wir sie einfach mitnehmen. Was hält euch auf? Dass die Reichsarmee diese Pferde vielleicht dringender brauchen könnte als wir. Ja, wir sind doch vor der Schlacht wieder hier. Auch wieder wahr. Hoffen wir es mal. Ja, naja, wir werden jetzt nicht irgendwelche richtig schweren Schlachtpferde für die besorgen. Also, naja, einfache Reinpferde, da wird ja wohl dran zu kommen sein. Wo werden sich wohl ein paar Warunker finden lassen, da habt ihr wohl recht. Muss ja mal von seinem Titel Gebrauch machen. Sonst ist er ja für umsonst. Ja, gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Wenn ihr jetzt wirklich zu einem Bauern oder sowas gehen wollt, dann so einen schweren Ackergau, so einen Warunker, den könntet ihr mir mit einer Gassenwissenprobe könntet ihr den finden, denn... Ich dachte eher an so einen Händler, der aussieht, als wäre er nicht so sehr darauf angewiesen. Dem ihr denn einen Händler dann seine Pferde wegnehmt? Aber ich finde keinen. Ihr könnt dann meinetwegen auch zu einem Händler gehen, aber eine Gassenwissenprobe will ich trotzdem haben. Pferde sind doch im Allgemeinen immer auf der Mauer. Lass uns dazu erst mal schauen. Ich glaube, wir sollten es vielleicht lieber mal... beim Marstall versuchen. Er war doch links, hinter dem rechten Mauerstück, hinter dem rechten Prios-Tempel, oder? Genau. Ach, wir finden das schon. Ja, derjenige, der sich mit Pferden auskennt, Kiaras ist dann wohl auch nicht da. Deswegen versuchen wir es ja direkt vom Raihan-Tempel. Ja, werdet ihr nicht reingelassen, weil das ist dann fürstliche Kavallerie, Reiterei. Und die haben dann... Achso, gut, vor dem... da ist noch ein zweiter. Da könnt ihr beim Raihan-Tempel auch selbst suchen. Werdet ihr aktuell nicht so wirklich viele Pferde finden, sondern eher viele Zelte, die da aufgebaut worden sind. An dem großen See, auch neben der Zarkirche gelegen und ja, viele Leute, die da dann auch verbunden werden, wenn es da irgendwelche Kratzer gibt, ein Feldlazarett, was da aufgebaut worden ist und schon mal provisorisch schon ein paar Fälle durchgespielt werden. Also da liegen dann auch Leute, die sich dann auch verletzt tun und dann irgendwelche Bandagen, die sie wohl haben oder irgendwelche Schwerter, die ihnen dann in die Brust reingesteckt worden sind, wo dann junge Zar-Akoluten dann lernen können, wie man sowas heilt. Also da werden dann schwere Fälle schon mal durchgespielt in Übung. Aber Pferde findet ihr da, wie gesagt, nicht. Wir hätten wohl Karinor mitnehmen sollen, meint ihr nicht? Du glaubst, du hättest dich in dieser Miststadt zurechtgefunden? Egal, wo du hinguckst, überall sind Soldaten, da sind Soldaten, da sind Soldaten. Ich schwör's, ich bin mindestens 3-mal mit gleichen vorbeigelaufen. Oder der an mir? Na, so groß ist Wehrheim jetzt nicht, also wir können Karinor schon noch abholen. Ja, wo ist der denn? Der überhaupt? Ja, keine Ahnung, was tut macht sich wahrscheinlich was? Locken. Ja, kurz bevor die anderen aufgebrochen sind, stehe ich auf, atme tief durch. Ah, jetzt soll er ein wenig Zeit haben.
Machen wir etwas Raya-Gefälliges. Ich krame meinen Rucksack und hole hervor mein Strickzeug für die Pferde. Was? Habt ihr gedacht, ich mache jetzt irgendwas Unanständiges? Und dann gehe ich in unseren Stall und fange an, meine wunderschöne weiße Schattigstute zu pflegen. Ja, das sieht doch gut aus. Dann gib mir doch gerne mal, ja, am besten sowas wie eine Reitenprobe ist es nicht, Hauswirtschaft ist es nicht. Abrichten. Abrichten, ja, doch, klar, dafür ist Abrichten da. Handwerk, da kannst du dann dein Pferd dann verwöhnen. Gerne auch die der anderen, wenn da genug Sternchen übrig bleiben. Ach, mach das natürlich dann auch mit allen Pferden. Gar nicht so gut. Ja, und kannst dich da dann drum kümmern, kannst ihn dann das Fell rausbürsten und sie dann vom Schlamm reinigen, wenn das noch nicht geschehen ist. Wurde natürlich dann schon mal gemacht, aber ja, jetzt gerade auch über die Nacht, wenn sie da so ein bisschen in diesem dreckigen Heu geschart haben oder so, das ist nicht zu deiner Zufriedenheit. Und ja, hast da dann deinen Spaß und kannst dich um deine, um eure Pferde kümmern. Ja, irgendwann kommen Abel, Mir und Ömer wieder zurück. Mit einem suchenden Blick gucken sie wohl auch kurz in den Stall rein und finden dich dann. Okay, ja. Ah, euer Gnaden. Ah, habt ihr entschieden, mir doch zu helfen? Was macht ihr denn? Natürlich mich um unsere Begleiter kümmern. Ach, die Pferde. Ja, da helfe ich gerne, klar. Abel, mir ist schon in der Taverne kurz, falls ihr mit dem noch was klären müsst. Ja, ach, da hinter mir steht die. Ah, okay, gut. Ja. Mach mal ruhig. Ich bin dann mal in der Taverne. Meinst du? Abel, mir, ihr könnt auch gerne dazukommen, um uns zu helfen. Es ist eine sehr Raya-gefällige Pflicht, sich um euren Begleiter zu kümmern. Ich kümmere mich doch schon um Ömer. Ömer. Also wirklich. Okay. Ich rede mal nicht Taschentuch. Ja, redet man nicht so über mich, ne? Ich bin, obwohl, bin ich ja auch, ja. Haben wir dafür keine Stallburschen? Es ist wichtig, dass wir so etwas selbst tun. Immerhin werden wir viel, viel Zeit mit diesen Tieren verbringen und es ist sehr gut, die gut kennenzulernen. Hm? Ja, das ist auch total wichtig. Heil, ich hatte noch nie eine Krankheit. Ich will unbedingt auch lernen, wie man das macht. Also ich will das auf jeden Fall lernen von euch, euer Clan. Nun, so und dann das Fell runter. Zeig mal so und gegen den Strich wahrscheinlich oder so ein bisschen schräg. So? Nein. Kommt hier, ich zeige es euch. Ich stelle mich dann direkt hinter Abel mir. Fast so von hinten, leg meine Hand auf die Seine und führe dann seine Hand. So macht man das. Ja, er riecht ziemlich gut und er fühlt sich auch gut an, ne? Wenn er so hinter dich tritt und dann mit seinen seidigen Händen deine Hand nimmt und dann über dich streicht. Ich glaube, ich habe es verstanden. Danke. Ich nehme mich aus seiner körperlichen Nähe etwas heraus und Wechsel auf die andere Seite des Pferdes. Wollt ihr mir das auch mal zeigen? Natürlich. Rima, wieso rüstet ihr so viel? Ich habe heute einen ganz rauen Hals, als ich heute aufgewacht bin. Und wenn ich viel huste, dann kommt da manchmal irgendwas und dann spucke ich das aus und geht es mir wieder ein paar Minuten besser. Also ich glaube, ich habe mir einen Husten eingefangen. Immer zuckt mit den Schultern. Was weiß ich, das habe ich schon häufiger mal gehabt. Das kommt und geht einfach. Answin von Werheim betritt mal den Stall, schaut mit einem prüfenden Blick ziemlich streng mal zu euch. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, worauf wir warten, aber wenn ihr hier bleiben mögt, kann ich auch alleine reiten. Wir sind gleich so bald, soweit. Die anderen sind doch noch gar nicht zurück, die jetzt hier noch etwas erledigen wollen. Ja, wir warten nur auf ihre Rückkehr und dann werden wir sofort aufbrechen. Also ich bin bereit, ich kann sofort los. Also gut, dann werde ich mal nach den anderen suchen und versuchen sie dann auch in dieser Stadt zu finden.
Dann haltet euch bereit. Natürlich. Ach, auch wenn es mir nicht gefällt, satteln wir eure Pferde. Ihr müsst mir sowieso zeigen, wie man gut damit umgeht mit Pferden. Das ist wichtig. Natürlich gerne. Ja, ich brauche heute nach, was Kias macht und wie man ein Pferd sattelt, wahrscheinlich. Richtig sattelt, wahrscheinlich. Mein eigenes Pferd sattel ich natürlich nicht. Ja, nach 5 Minuten kann dann Answin den anderen in die Arme laufen. Hab dann, wie gesagt, keine Pferde gefunden, die zum Verkauf bereitstünden. Es sei denn, ihr legt euch damit irgendwelchen horasischen Kavalleristen an, was denn abzuraten wäre, denn ihre Balestrinas und ihre Abalonen sehen sehr gefährlich aus. Habe ich schlechte Erfahrungen mit Jungs, lasst das bloß bleiben. Und könnt dann, nachdem ihr Answin, ja, wie gesagt, wolltet dann wieder zurück zu eurer Taverne und konntet da dann auch auf Answin treffen, der euch dann auch sagt, dass wir los wollen. Und so steht ihr wieder am Stall. Ah, da seid ihr wieder. Wart ihr erfolgreich? Nee, jede Menge Soldaten, aber irgendwie keine Pferde, die verfügbar wären. Hättet wirklich? Ihr da noch eine Idee? Ja, geht doch einfach jetzt wieder. Hat die Steinwache denn keine Pferde? Oder diese Armee davon? Ja, was hat denn der Quartiermeister gesagt? Ja, da waren irgendwelche horasischen Kavalleristen. Ja, dann nehmt ihn doch einfach die Pferde ab. Na, das darf er. Nein, das könnt ihr nicht tun. Warum denn? Ihr könnt Horasia nicht sein Pferd wegnehmen. Natürlich könnt ihr, ihr seid doch wohl Gaugrafen. Nun, technisch gesehen sind sie aber keine Reichsuntertanen und entsprechend nicht innerhalb unserer Befehlsgewalt. Ihr seid direkt zu den Leuten gegangen, die Aktivpferde benutzen, anstatt zu denjenigen, die sich um, nun ja, Proviant, Verpflegung und Requirierung kümmern? Lasst uns einfach gehen. Reiten, die Pferde haben, der Rest muss gehen, ja. Wie auch immer. Immer grinst. Brütet doch mal, was ist das denn für ein Ton? Also wirklich, wir sind Gaugrafen. Rüber, nehmt dein Taschentuch. Nicht in den Arm. Ja, stimmt, ich hab mir das extra gekauft, aber ja. Rüber, nimm das mal raus, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Wie macht man das genau, Abwinder? Wie benutzt man ein Taschentuch richtig? Ihr haltet das Tuch inzwischen Daumen und Zeigefinger, haltet eure Nase und schnaubt. Dann drückt ihr dieses Tuch zusammen, faltet es ordentlich wieder zusammen und verstaut es in eure Hosentasche. Und wendet euch dabei ab. Irgendwas Gesicht läuft ein bisschen rot an. Kriegt die Nase raus, wenn ich die zudrücke. Nun ja, ihr sollt nicht ganz zudrücken. Ach so. Und ja, wendet euch in die andere Richtung, von den Leuten ab. Also das heißt, ich drehe meinen Hintern zu, wenn ich das auch tue. Ja, genau. Ah, okay. Ja, dann macht ihr das auch mal richtig und ja. Ach, das hat gut getan. Ja, so könnt ihr gemeinsam aufbrechen und seid deutlich langsamer, wie euch natürlich auffällt, da ihr für eure anderen Begleiter an der Stück 9 Söldner keine Pferde habt. Könnt dann also nicht die 40 Meilen pro Tag machen, sondern aktuell nur 25. Weiterhin regnet das natürlich. Wir haben Frühling, die Sonne hat sich dann auch im Laufe des Tages. Wie gesagt, ihr seid sehr früh aufgestanden. Das heißt, wir haben es jetzt so ganz grob noch vor der neunten Stunde. Ja, die Sonne scheint immer noch nicht. Es ist ein wolkenverhangener, grauer Tag und unermüdlich gießt und schüttet es. Ja, ihr hattet ja natürlich schon die Überlegung, dass ihr im Sonnenlicht gegen Untote kämpft, aber wenn das Wetter so bleiben sollte, dann wird die Sonne nicht scheinen. Das sind so die Gedanken, die euch dann mit begleiten, als ihr über das große, riesige Mythraelsfeld schreitet. Es gibt links und rechts ein paar Bauernhöfe, ein paar Felder, die dann nicht wirklich bestellt sind, aber es gäbe zumindest dann die Möglichkeit, dass man hier noch ja Schafe versorgt, Rinder, dapatische Rinder, nicht so sehr dann für Feldfrüchte, weil hier wenig wächst. Es ist halt ein bisschen Gras, aber sowas wie Getreide hat man hier noch nie ausgesät. Zumindest ist der Mutterboden dann hier nicht so sehr gut.
Ja, bis ihr dann an die Brücke kommt. Ein weiterer Fluss im Süden fließt die große Dergel, die einige von euch zumindest schon kennengelernt haben. Man erinnere sich da an die Reise mit dem Kanu und Ragnar Heldenmund, der euch ja nun schon seit einiger Zeit nicht mehr begleitet. Und dann der nächste Fluss direkt vor euch, die Gernaht. Ja, dort an einem der Flussbrücken, mehrere kleine Häuschen, die da stehen, könnt ihr erkennen, wie da wohl ein Effertgeweihte, eine Swafnir-Geweihte gemeinsam mit einem Torwaller stehen und ein Mann, der da über das Feld schreitet, als gehöre ihm dieses ganze Feld. Zumindest ist er ähnlich rabiat wie der Torwaller und vermisst da wohl irgendwas, schreitet dann über das Feld. Deutet dann mit seinem großen Schwert auf verschiedene Dinge, will da wohl irgendwas abgemessen haben und ein paar kleine Fähnchen, die dann die Effertgeweihte in den Boden steckt. Ah, die Götter zum Gruß. Wer seid ihr? Falsche Richtung, dreht wieder um. Wer seid ihr, dass ihr uns sagen könnt, wohin wir zu gehen haben? Wer seid ihr, dass ihr... fürchten wir... Wer seid ihr, dass ihr mich... Wer seid ihr, dass ihr mich unterbrecht? Wer seid ihr, dass ihr mich unterbrecht und dass ihr mich fragt, wer ich bin? Wolfrat von Rabenrund. Kronfeldherrn. Und hier geht es nicht weiter. Fürstlicher Erlass. Gaugraf, im Auftrag des Reiches, wenn ihr mich nicht unterbrochen hättet. Ja, dann lasst mich doch erst mich vorstellen, wenn ihr nach meinem Namen fragt. Ihr seid also die Gaugrafen, ja? Ja. Hätte gedacht, dass ihr ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen habt. Und ihr sollt jetzt also mein Dapazien evakuieren, ja? Na dann viel Glück. Danke, nett von euch. Nächstes Mal frage ich Ema, warum sie nicht mich schickt, dann geht's wenigstens ordentlich. Wollt ihr uns begleiten? Nein. Ich bin mir sicher, der Feldherr wird auf dem Felde gebraucht. Kronfeldherr. Und ich werde... Auf dem Feld? Sehe ich aus wie ein verdammter Bauer. Im Schlachtfeld natürlich, Kronfeldherr. Gut. Gaugraf hin oder her, ihr solltet aufpassen, wie ihr mit einem kaiserlichen Kommissar redet. Also, ich will, dass ihr so viele wie möglich über diese Brücke schickt. Und dann hinter dem Mythraelsfeld aufreiht. Meinetwegen können sie auch bis nach Norden, bis zur Burg Auralet evakuiert werden. Wir können dort ein Flüchtlingsdorf einrichten. Sonnenfelde. Und sorgt dafür, dass die ganzen Leute, die jetzt hier über den Weg marschieren, auch auf dem Weg bleiben. Es wird geschehen. Will ich hoffen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit Answin. Danke, nett von euch. Und wir wünschen euch viel Erfolg bei den Schlachtvorbereitungen. Werden wir haben. Und damit euch. Und so geht's weiter. Gut, die Karte ist selbstverständlich gereicht. Wir haben Verhältnisse von 1 zu 10. Das heißt, wenn ihr, ich muss gerade mal schauen, wir haben natürlich einen Token für sowas. Nehmen wir einfach mal diesen Heldentoken, denn noch habt ihr euch noch nicht getrennt. Von Werheim nach Neuost-Werheim, das erste kleine Bauerndorf, sind es 5 Meilen. Und mit eurer aktuellen Reisegeschwindigkeit würde das wie lange dauern? Etwas mehr als knapp 2 Stunden. Nicht ganz 2 Stunden. Neuost-Werheim ist ein kleines, Dorf ist es noch nicht. Es ist eher eine Versammlung von Bauernhäusern. Links und rechts natürlich ein paar Felder, die dann bestellt werden. Also ihr findet da dann nicht wirklich viele Bauern an den Scheunen, sondern vor allem auf dem Feld. Was dann gerade gepflügt wird, natürlich ein paar dapatische Ochsen und ein paar Rinder, die jetzt hier mit den Pflügen hinter sich gespannt dafür sorgen, dass das für den Sommer bereitet wird. Niemand ahnt irgendwas von den kommenden aufziehenden Gefahren. Herzlich willkommen in Neuost-Werheim.
Ja, dann wahrscheinlich gibt es dort ein Bürgermeisterhaus oder ein Büttelhaus. Würde wohl einen Dorfschulzen geben bei dieser Größe. Genau. Also wir reden hier von 4 Scheunen und nochmal sowas wie 3 oder 4 Bauernhäusern. 20 Personen, 20 Einwohner, das ist kein richtiges Dorf. Das Ding hat auch keine Stadtmauer. Hier gibt es auch kein Büttel. Das sind nur Bauern und die sind alle auf dem Feld. Ja, es regnet weiter. Ihr seht vor euch liegen die matschigen Felder. Jetzt müsste man natürlich, wer der Vorarbeiter ist. Sowas wie einer, der, naja, alle sind irgendwie am Arbeiten, niemand nimmt sich zurück. Das ist ganz klar eine Probe auf Ackerbau, ob ihr hier dann den Hauptbauern erkennt. Ich stelle mich ans Rand des Feldes und rufe, Oi, bereite zum Gruße, wer hat hier das Sagen? Ja, deine Stimme geht in dem Regen unter, so dass deine, ja, dein kleines Stimmchen nicht laut genug getragen wird. Ein paar Leute gucken um, winken und bücken sich dann wieder ab, sind da wohl gerade wieder beschäftigt. Ich muss schon sagen, die Organisation auf euren Plantagen lässt zu wünschen übrig. Das ist keine verdammte Plantage. Ich wende mich mal auf an unsere Herolde. Ja, du meinst diese Söldlinge? Nee, wir haben doch Herolde extra aus Gareth mitgebracht. Wie viele sind das? Ich glaube, wir hatten 5 gesagt oder was? Ja. 5 Stück? Ja, was möchtest du sagen? Herolde, könnt ihr mal ausschwärmen und die Dorfbevölkerung zusammentrommeln für die, Bekanntmachung? Dafür wurden wir angestellt. Na gut, ich werdet nicht bezahlt. Ich will das nicht in Zweifel stellen. Machen wir, okay. Ja, damit matschen sie von links nach rechts, nach oben, nach unten auf diese Felder und sprechen dann mit den einzelnen Leuten. Nach etwa einer halben Stunde stehen 20 Leute vor euch, allesamt in bäuerlicher Tracht. Natürlich die Kugel hochgezogen, damit sie dann von diesem Wetter nicht durchgenässt werdet. Es ist ziemlich kalt, es ist ziemlich windig auf diesen Feldern, offen, alles ist noch nicht wirklich bestellt. Die wirklichen Scheunen bieten dann hier auch wenig Schutz vor dem Wind und euch ist bitterlich kalt. Ömers Nase läuft, grünlicher Schleim, der austritt. Wollte ich ja nochmal ansprechen, ich dachte, wir gehen erst zu Burg Rabenmund und verkünden dann, dass wir evakuieren. Bereines und Gruß, ich bin der Bauer hier. Ich bin Bauer Alrik. Willkommen. Wie kann ich euch helfen? Also, der Burg kommen wir erst später, Rafim. Ja, aber wenn der Typ erfährt, dass wir vorher seine Bauern wegschicken, ist der bestimmt mega mies gelaunt. Wenn ihr Steuern eintreiben wollt, die geben wir alle ab. Also, das haben wir schon gemacht. Bei Berla. Wenn ihr uns überfallen wollt, wir haben nix. Außerdem, Berheim ist ziemlich weit bei uns dran, also. Wer ist der örtliche Baron? Der Baron von Greifenmund? Der Graf von Greifenmund? Was? Greifenmund? Was ist denn jetzt mit Greifenmund zu tun? Rabenmund. Wer ist euer örtlicher Baron? Wir gehören zu der Baronie von Königsweber, also das müsste, ich habe die nie kennengelernt, ich glaube, der heißt Gerion von Bregelsaum. Und wo ist sein Stammsitz? Burg Leffenstein, also ein bisschen nördlich von Berla müsste das sein. Ja, genau, direkt an der Au. Dann werden wir dort wohl auf unserem Weg. Wollt ihr den überfallen? Wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu überfallen. Ihr befindet euch in großer Gefahr. Er schaut mal nach oben in den Himmel. Schaut lieber zu euren Füßen. Er schiebt so einen Stein von sich weg und hat wohl ziemlich Angst gerade. Was meint ihr damit? Vereine schützt uns. Das ist guter Ackerboden. Nun ja. Ich fürchte. Wollt ihr uns drohen? Nein, das ist guter Ackerboden und er wird es auch bleiben. Doch, wir sind hier auf kaiserlichem Befehl und ihr werdet für die nächste Zeit Er fällt vor dir in die Knie, auf seine Knie in den Schlamm. Seid ihr der Kaiser?
Das wusste ich nicht. Verzeiht, Herr Kaiser. Ein Bote des Kaisers. Ein Bote? Ich liebe das Mittelreich. Genau. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ihr baldmöglichst gen Werheim reisen sollt. Nach Werheim? Ja, das ist direkt darüber. Er zeigt mal die Straße runter. Wann ist denn bald? Eine feindliche Kriegsarmee wird bald hier durchmarschieren und jeden Menschen töten, den sie vorfinden. Deswegen, wir brauchen euch und ihr sollt euch in Werheim verstecken, solange bis die Schlacht vorbei ist, was in 1 bis 2 Wochen spätestens der Fall sein sollte, Herr. Ja, 2 Wochen werden wir denn bezahlt? Also ich meine, die Felder müssen ja bestellt werden. Dann kriegen wir wenigstens ein paar Reinigungen. Das wird alles berücksichtigt in den Steuern. Das wird alles berücksichtigt, auch dass ihr dort natürlich in Werheim verpflegt werdet, dass ihr dort Essen bekommt. Jeder wird verstehen, dass ihr sozusagen gute Bauern seid und dass ihr euch nur versteckt vor dem Krieg, bis dann der Krieg endlich vorbei ist. Und was heißt der Krieg? Die Schlacht. Es geht um eine Schlacht, bis die Schlacht vorbei ist und ihr dann zurückmarschiert auf eure Felder und lasst die Türen am besten offen stehen, nehmt nur das Nötigste mit und ja, bleibt immer friedlich, denn die ganze Sache ist schnell vorbei und dann seid ihr wieder auf dem Acker und könnt eure paar reine gefälligen Arbeit nachgehen. Kommen die Orks? Ich habe gehört, im Norden sollen die Orks kommen. Schlimmer noch, es kommen die Untoten. Oh, die Trollpforte, davon haben wir auch gehört. Der Feind bereitet einen Schlag vor, wir evakuieren die Reichsstraße 1. Ja, dann wollt ihr noch mit reinkommen? Wir haben Brot gebacken, dann könnt ihr euch warmes Brot mitnehmen. Hervorragend. Gerne. Dankeschön. Das ist Dankeschön, sehr freundlich, aber nehmt das lieber mit und teilt es mit den anderen. Gibt es hier noch irgendwelche Bauernhäuser, die nicht direkt an diesem wunderschönen Dorf sind? Die etwas abgelegen sind vielleicht. Ach, ihr schmeichelt mir. Er wird ganz rot. Es ist doch gar kein Dorf. Es ist nur eine kleine Ansiedlung. Ich, meine Familie und ein paar Freunde von mir, die sich unabhängig erklärt haben. Aber wir zahlen natürlich Steuern. Nein, das ist natürlich abgeklärt mit dem Herrn Baron, dass wir hier sitzen dürfen. Wie hier in der Straße im Süden gibt es natürlich noch die Binsböckels, aber das... Das sind keine Bauern. Was sind das? Sind das hohe Herren? Das sind Baronen. Also hohe Herren, gut. Binsböckel? Ja, der Baron von Binsböckel. Sagte nicht gerade, der Baronsitz ist in der Nähe von Berler? Ja, er kratzt sich ein bisschen am Kopf. Das macht keinen Sinn, oder? Der Baron von Berler ist derjenige, der die Steuern eintreibt, habe ich recht? Genau, in Berla müssen wir unsere Steuern bezahlen. Dann denke ich mal, dass die Bande-Baronie wahrscheinlich irgendwo anders her verläuft, aber nicht direkt hier durch und Berla hierfür zuständig ist. Ja, der Baron von Königsweber. Wir haben hier die Straße runter, ist dann Webermühlen. Was ist das? Ist das auch nochmal eine kleine Ortschaft? Ja, da sind 3 Mühlen, haben sie aufgebaut. Da bringen wir dann unser Getreide hin. Also die Steuern bezahlen wir dann nach Berla und unser Getreide bringen wir nach Webermühlen. Ja, da leben auch wie viele Leute ungefähr? Also 100 werden das schon sein, glaube ich. Na, die müssen auch weg. Nicht, dass der Feind hier alles tötet, was er vorfindet. Das wollen wir nicht. Also sorgt am besten für eure Lieben und schafft sie möglichst schnell nach Werheim. Nehmt nur das mit, was ihr wirklich braucht. Ja, wir machen noch die Felder fertig und dann gehen wir rüber, ja? Das heißt, wie lange wird er dafür brauchen? Ich glaube 2 Tage, dann sind wir soweit. Dann kann das auch ohne uns wachsen. Ja, 2 Tage ist es. Gut, dann, wenn ihr kein Brot mehr haben wollt, machen wir uns wieder auf, ja? Übernickt und. Und hust doch mal. Ihr solltet das Korn, was ihr hier erntet, lagert, ist hier in diesem Dorf? Nein, in der Scheune. Ach, das meinte ich damit, ja. Vielleicht solltet ihr das hier lassen.